Wir machen heute Folgendes. Und zwar gibt es eine schön intensive Intervallstunde. Wir haben heute immer eine Belastungszeit von 45 Sekunden, 15 Sekunden Pause und das Ganze machen wir in Folge, also beziehungsweise es gibt keine Wiederholung. Wir bauen Übung für Übung aneinander. Das heißt, keine Übung wird wiederholt, sondern jede Übung kommt nur ein einziges Mal vor. Ich hoffe, ihr habt Lust drauf. Wir machen es immer so, dass ein Satz ungefähr 4 Minuten dauert. Dann zeige ich euch die nächsten darauf folgenden 4 Übungen und dann wird es knackig anstrengend. Kombination aus Kraft und Ausdauer. Für all diejenigen, die mich vielleicht noch nicht kennen, ich bin die Franzi und ich bin immer dienstagsabends normalerweise hier auf dem DRK-Account für euch am Start. Immer mit einem unterschiedlichen Workout. Mal ist es eine Full-Body-Workout-Stunde, dann haben wir auch mal schwerpunktmäßig irgendein Training ausgewählt. Aber wie gesagt, heute 45 Sekunden Belastung, 15 Sekunden Pause und das Ganze hintereinander weg. Ihr habt natürlich immer die Möglichkeit, euer Tempo und eure Intensität selbst zu bestimmen. Das heißt, wenn ihr zwischendurch das Gefühl habt, ihr braucht eine kurze Pause, dann nehmt ihr euch natürlich eine Pause. Und ansonsten würde ich sagen, ich drehe die Musik laut, wir starten mit einem kleinen Warm-up. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und würde sagen, let's go. Wie lange insgesamt? Bis genau 19.15 Uhr. Okay? Trinkt noch einen anständigen Schluck. Und dann würde ich sagen, habt ihr gute Laune? Yes. Alles klar. Gut. Kleines Warm-up vorweg. Alles ein bisschen durchmobilisieren. Öffnet beide Beine. Und jetzt beginnen wir die Schultern locker zu kreisen. Work. 6. Lass die Knie schön locker. Macht noch 4 mehr. 3 mehr. 2-mal. Macht mal den Armkreis ein bisschen größer. Auch hier die Knie schön locker lassen. Eure letzten 4-mal. Noch 4. 3 mehr. 2 mehr. Jetzt drehen wir einfach mal den Oberkörper von links nach rechts. Lasst mal eure Schultern schön tief und macht das Ganze mal schön dynamisch. Schwungvoll. Noch 4-mal. 4 mehr. 3 mehr. 2 mehr. Und jetzt gehen wir mal von links nach rechts. Ihr verlagert einfach den Oberkörper. Dreht mal dabei eure Schultern richtig schön mit ein. Genau. 6. Schultern schön mitnehmen. Eure letzten 4-mal. 3-mal mehr. Das kombinieren wir. Wir nehmen die Arme mit, diagonal zu den Fußspitzen. Tap, tap, tap. Versucht mal den Rücken schön lang zu lassen. Jawohl. Und jetzt zieht ihr die Arme, schaut mal, lang nach oben. Eure Rippenbögen auseinander. Wunderbar. 4-mal mehr. 3-mal, 2-mal, bleibt mal in der Mitte und jetzt kommt man in einen Squat. Geht tief und hoch, schön aktiv beugen und strecken. Schiebt den Po tief und hoch. Macht die letzten 4-mal, 3-mal, 2-mal mehr. Bleibt tief, setzt eure Hände ab. Streckt und beugt, schiebt den Po dabei, hoch und tief. Noch 8, 7, 6. Versucht mal die Beine schön zu strecken. 4-mal. 3 mehr. 2-mal. Bleibt oben. Und jetzt zieht mal die Arme im Wechsel. Der Blick geht hoch und zieht mal den Daumen weit nach hinten. 4, 3, 2, 1. Letzter. Dreht euch einmal zur Seite. Und jetzt aktiv beide Beine beugen und strecken. Genau. Schön das vordere sowie hintere Knie in die Streckung bringen. 4-mal noch. 3-mal noch. 2-mal mehr. Bringt mal beide Füße
Füße zurück. Merkt euch den Fuß, den ihr jetzt eben vorn hattet. Gleich kommt der andere, aber jetzt schieben wir den Po zurück und nach vorn. Lasst eure Fußspitzen nach außen schauen. Eure Fersen zusammen und schiebt mal den Po in Richtung Fersen. Gut, das machen wir noch 8 Mal. Lasst den Rücken schön lang. Macht die letzten 4. Noch 2. Der letzte. Der andere Fuß kommt nach vorn. Beide Hände wieder absetzen und jetzt hier nochmal schön strecken und beugen. Versucht das vordere Knie in eine schöne Streckung zu bringen. Ja? Macht die letzten 4 Stück. 4, 3. Noch 2. 2. Bringt mal beide Füße zusammen und rollt euch auf. Gut. Warm-up erledigt. Starten wir mit der ersten Runde. Die ersten 4 Übungen legen los. Runde 1, Jumping Jacks, Variante 2, Lunge. Übung 2, Skater. Ihr könnt den Fuß auch moderat absetzen. Nächste Übung, Lunge ist gesprungen oder moderat. Übung 4, Running. Entweder langsam oder schnell. Alles für Übungen miteinander kombiniert. Seid ihr startklar? Ja. Okay. Dann macht euch startklar. Die ersten 4 Minuten. Jumping Jack. Euer Tempo. Eure Intensität. Let's go. Komm. Macht euch bereit. Ready.
Block geschafft. Jetzt kommen die nächsten vier Übungen. Und zwar Übung 1. Easy. 4. Cross squat. 3. Ja. 2. Übung 2. 1. Jump innen. Auf. Optional gehen. Übung 3. Schaut nach vorn. 3. Bauch fest. 2. Schultern zurück. 1. Let's go. Cross. Macht es in eurem Tempo. Arbeitet lieber etwas langsamer. Genau. Sehr gut. Nochmal. 1, 2, 3, 4. Jawohl. Noch 30 Sekunden.
4, 3, 2, 1. Gut. Jetzt bringen wir den Puls ein bisschen runter. Wir gehen auf die Matte. Ein Satz, 4 Übungen Bauch. Schnapp dich die Matte. So. 4, 3. Pass auf, Übung 1. 2, 1. Übung 1. Beine im Wechsel. Nach unten, unterer Bauch. Dabei schön ausatmen. Spannend im Rücken. Übung 2. Reiß die Bauchmuskulatur. Übung 3. Ganz wichtig bei den Bauchübungen ist es tatsächlich immer mit der Kontraktion der Bauchmuskulatur. Wenn sich die Bauchmuskeln zusammenziehen, dann atmet ihr aus, ja? Mit der Öffnung wird eingeatmet. Immer schön Spannung halten, Rücken fest, Bauchnabel immer leicht nach innen fixieren. Das gibt mehr Stabilität im unteren Rücken. So, euer Tempo. Macht euch startklar. Also, ihr könnt den Oberkörper auch nach oben nehmen. Ihr könnt ihn auch liegen lassen. Und jetzt die Beine im Wechsel. Ihr könnt auch den Kopf unterstützend festhalten. Wenn ihr mehr wollt, schaut mal, dann die Beine einfach wechselweise. Ansonsten auch langsam gehen. Richtig schön ausatmen, der Bauch bleibt auf Spannung. Perfekt. Noch 15 Sekunden. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stopp. Jetzt kannst du natürlich auch, wenn du weniger möchtest, das hier machen. Optional drehst du dich zu deinem angeschwitzten Knie. Knie über die Hüfte. Komm. Nimm auch hier deine Atmung schön mit. Dreh deinen Oberkörper schön weit ein. 6. Noch 30 Sekunden. 7. Bleib schön stabilisiert.
4. 3. 2. 1. Und stopp. Gut, nächster Block. Wieder im Stehen. Leg deine Matte zur Seite. Jetzt folgendes. Und zwar, schau mir zu. Du startest in der Plank. Und zwar Jumps. Zack, ablegen. Optional, schau her, langsam. Da gehst du, legst dich ab, gehst hoch und richtest dich auf. Das Ganze kannst du natürlich langsam machen oder schnell. Zeige ich dir gleich. Du bist startklar? Okay, das macht nichts. Ihr macht einfach mit, so gut es geht. Jeder in seinem Tempo. Komm. So. So, Leute. Gute Laune. Burpees. Bauch fest. Energie. Eure Zeit beginnt. In eurem Rücken. Optional macht ihr es langsam. Macht es gern langsam. Ja? Euer Tempo. Komm, nach 15 Sekunden. 7, 6, Thank you.
Sehr gut, ich hoffe, ihr habt noch gute Laune. Jetzt geht's wieder auf den Boden, schnappt euch die Matte. Jetzt kommt wieder was Schönes für den Bauch. So. 4, 3, 2, 1. Work. Ich erkläre euch die nächste Übung. Und zwar wieder schön die schrägen Bauchmuskeln. Ihr stützt euch hier unten ab, den Arm lang lassen. Und jetzt die Hand hinter den Kopf. Und jetzt zieht ihr euch hier schön zusammen und streckt die Beine hier aus der Schulter rausstützen, dann den Ellenbogen hier über die Knie hinaus und strecken. Wenn es zu viel ist, lasst den Kopf fliegen und nimmt nur ein Bein zur Zeit, rechts und links. Danach Bauchlage, zack, Push-up, tief. Das könnt ihr natürlich auch über die Knie machen. Und dann kommt noch eine vierte Übung. Die zeige ich euch gleich. So. Tata. Kommt mit mir tief. Hier schön rausstützen. Bringt die Beine in eine Schwebe. Bauch und Step. Und jetzt. Crunch. Komm. 1, 2, 3. Macht euch klein. 4, 5, 6. Wenn eure Knie rankommen, dann atmet ihr schön aus. 30 Sekunden noch. Jawohl. Gut. Eure letzten 15. Genau. Komm, zieht schön ran. Optional zieht ihr nur ein Bein zur Zeit, ja? Das reduziert so ein bisschen die Intensität. Seitenwechsel. Gut. Mach dich bereit. Auch hier. Kontraktion. Ausatmen. Prepare. Den Ellenbogen am besten noch leicht abstützen. Der Unterarm bleibt am Boden. Und ranziehen, strecken. Sehr gut. Noch 30 Sekunden. Komm. 1, 2, 3, 4. Macht euch schön klein in der Mitte. Zieht. Sehr schön. Kommt, Leute. Eure letzten 15 Sekunden. Macht noch 4. 4-mal. 3, 2. Und stopp. Bauchlage. Schaut nochmal. Also, anspannen. Nach oben. Tief. Oder über die Knie. Los geht's. Macht es so, wie es geht für euch. Spannt den Po schön an. Jetzt anspannen. Kraft von hoch. 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Klassische Übung, nur Crunches. Also Sit-Ups zur Mitte. Lass die Füße am Boden. Hände hinter dem Kopf. Und auf geht's. Kopf nach oben, atme dabei schön auf. Lasst die Ellenbogen gerne nach vorn schauen. Und wenn ihr euch nach
nach oben zieht, atmen wir dabei aus. Noch 15 Sekunden. Arbeitet lieber etwas langsamer. Four, three, two, one. Gut. Passt auf, ihr dürft mit mir auf dem Rücken bleiben. Und jetzt machen wir eine schöne Übung. Schiebt euren Po nach oben. Spannt den Po fest an. Und jetzt strecken wir Four, das rechte Bein aus. Three, halten two, die Spannung. One. Ab jetzt. Komm. One. Halten. Halten. Versucht beide Oberschenkel auf einer Linie zu halten. Das ist eine schöne Übung zur Kräftigung eurer Po-Muskulatur. Oberschenkel, Rückseite und für den unteren Rücken. Und jetzt, wenn ihr mehr wollt, hebt und senkt ihr das Bein. Noch 15 Sekunden. Eure letzten. Four. Genau. Three. Two. Und einmal absetzen. Rest. Gut. Seitenwechsel, anderer Fuß. Gleiches Spiel nochmal. Schön nach oben rollen. Po fest anspannen. Langes Bein. Und erstmal nur halten. Eure Hüfte bleibt schön neutral in der Mitte. Beide Hüftknochen schauen nach oben zur Decke. Und wenn ihr wollt, jetzt das Bein aktiv. Heben und senken. Wunderbar. Weiter. Komm, die letzten 15 Sekunden noch ab. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Absetzen. Nächste Übung auch für den Po. Eure Füße bleiben am Boden. Schiebt den Po nach oben. Spannt den Po fest an, wie als würdet ihr mit den Po-Backen eine Nuss knacken wollen. Und jetzt kurze kleine Bewegung. Zack, zack. Nur kraftvoll anspannen. Und zwar volle Kraft in den Po. Po, po. Macht noch 30 Sekunden. Das sind nur ganz klitzekleine Bewegungsabläufe. Wirklich nur ganz klein. Yep. Zieht. 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 Komm. Und jetzt nochmal. 15 Sekunden. Noch 8. Noch 7. 6 mehr. Eure letzten 4 Stück. Noch 4. 3. 2. Letzter. Und stopp. Okay. Nächste Übung. Knie nach außen. Hände hinter den Kopf. Roll-ups. Ihr toucht den Boden einmal, zack, und geht wieder zurück. Zack. Zieht nach oben, packt. Wenn ihr hochkommt, ausatmen. Noch 30 Sekunden. Jetzt noch 15 Sekunden. Macht weiter. Macht weiter. Mit der Bewegung nach oben atmet schön aus. 4, 3, 2, 1. Leute, ihr habt's geschafft. Jetzt kommt ein kurzes Stretching. Zum Schluss, dazu streckt ihr euch richtig schön lang aus, die Arme lang und die Beine lang. Jetzt ziehen wir die Faszien noch ein bisschen auseinander. Aber jetzt dürft ihr euch einmal schön lang machen. Streckt die Fußspitzen lang, streckt die Arme lang. Zieht eure Bauchdecke in die Länge. Und
jetzt streckt ihr die Arme mal seitlich in Verlängerung eurer Schultern aus. Stellt beide Füße auf. Legt beide Beine geschlossen über die linke Seite. Und euren Kopf dreht ihr entgegengesetzt zur anderen Seite. Drückt eure Oberschenkel schön fest zusammen. Wechselt über die andere Seite. Beide Beine geschlossen zur anderen Seite legen. Auch hier atmet ihr schön gleichmäßig weiter und versucht mal ganz bewusst eure Oberschenkel hier aufeinander zu legen. Jetzt macht ihr Folgendes, ihr streckt das Bein nach oben zur Decke, umschließt euren Oberschenkel, das andere Bein bleibt lang ausgestreckt und jetzt versucht einmal wirklich das nach oben ausgestreckte Bein richtig schön in die Streckung zu bringen, sodass ihr hier in der Oberschenkelrückseite eine Dehnung spürt. Und jetzt zieht ihr mal das Bein in ganz kleinen, sanften Bewegungen nach. Zieht jetzt nochmal die Fußspitze aus eigener Kraft ran und jetzt löst ihr die Spannung und wechselt einmal über die andere Seite. Auch hier das Bein schön lang nach oben, lasst das Bein gestreckt, Ellenbogen, Schultern tief und entspannt und auch hier einmal in kurzen Bewegungen nach. Spannt den Beckenboden an und rollt euch einmal auf nach oben. Kommt noch einmal, wenn ihr mögt, in den Schneidersitz. Ihr könnt die Beine auch lang ausgestreckt lassen. Macht es so, wie es für euch passt. Wichtig, bewahrt immer einen schönen geraden Rücken. Das Brustbein strahlt nach vorn. Setzt eure Hände einmal zur Seite. Schulterblätter runterdrücken. Legt euren Kopf zur rechten Seite. Fingerspitzen eurer linken Hand, die zieht ihr mal schön weit zur Seite, sodass ihr hier in eurer Nackenmuskulatur eine schöne Dehnung spürt. Und denkt daran, immer schön aufgerichtet zu bleiben, die Wirbelsäule richtig lang zu lassen. Und jetzt kreist ihr mal das Kinn über die Brust zur anderen Seite. Auch hier die Fingerspitzen schön weit nach außen setzen. Rücken wieder aufgerichtet lassen. Und ihr kreist zurück langsam zur Mitte. Bleibt einmal hier. Jetzt umschließt einmal mit beiden Händen eure Schienbeine. Macht mal einen runden Rücken, lasst euch nach hinten fallen. Legt dabei mal das Kinn auf der Brust ab, sodass ihr eine Dehnung spürt zwischen euren
und Schulterblätter. Jetzt atmet ihr ein, richtet euch nach oben auf, lasst das Brustbein strahlen und atmet aus, macht den Rücken rund. Atmet ein, Brustbein heben und entspannen ausatmen. Sehr gut, ihr Lieben. Das war's für heute.